Lustvoll Mann sein, das ist der vielversprechende Titel des Buches meines heutigen Gesprächspartners. Salim Matthias Rieck ist Paar- und Sexualtherapeut, Tantra-Lehrer und Leiter der Schule des Seins. Er hat in seinem Buch 15 Männer interviewt, die sich auf den Weg gemacht haben, ihre Lust neu oder auch anders zu entdecken. Und ich bin so begeistert von dem Buch, dass ich es schon lange empfehle in der Praxis. Und mich sehr freue, dass ich ihn eben als Gesprächspartner gewinnen konnte. Und so reden wir in diesem folgenden Video-Podcast über die neue Lust des Mannes. Was gibt es da noch alles? Und wie wunderbar ist es, wenn sich Männer auf den Weg machen zu mehr Lust jenseits des Penis? Viel Vergnügen. Hallo, also normalerweise sage ich immer am Anfang, heute habe ich einen ganz besonderen Gast und ich denke auch immer, dass es ein ganz besonderer Gast ist. Und diesmal habe ich auch wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich Salim Matthias Rieck. Er ist Paar- und Sexualtherapeut, Tantra-Lehrer und Leiter der Schule des Seins. Und ich freue mich so, weil wir ein ganz besonderes Thema haben, nämlich die Lust der Männer, die Lust des Mannes. Und weil er auch ein Mann ist. Ich habe so viele Frauen immer in den Gesprächen und so wenig Männer. So. Herzlich willkommen, Salim. Toll, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Hallo, Anja. Hallo, ja. Ich habe gerade schon zu dir gesagt, dass das so ungewöhnlich ist, weil wir uns eben noch gar nicht kennen. Aber ich kenne dich eigentlich schon ein bisschen, weil ich deine Fragen kenne, weil ich vor ein paar Jahren mal dein Buch Lustvoll Mann sein in die Hände bekommen habe und es verschlungen habe. Es hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Es hat mir nochmal eine ganze Menge Möglichkeiten aufgezeigt. Und ich empfehle es seitdem auch immer total gerne weiter an meine Klienten. Wunderbar. Ja, und ich möchte dich heute befragen zum Thema männliche Lust. Ja. Salim, wie bist du denn darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben? Also ich habe mich eigentlich schon sehr früh mit meinem Mannsein beschäftigt, beziehungsweise war auch in gewisser Weise im Hader damit. Also als Pubertierender konnte ich mich überhaupt nicht mit dem identifizieren, wie Männer so angeblich sein sollen. Hm. Und war damals dann schon, es war dann in den 80er Jahren, war dann schon sehr früh mit Anfang 20 in Männergruppen und habe da damals schon viele Erfahrungen gemacht. Und dann habe ich irgendwann mich davon ein bisschen mehr gelöst und war dann nicht mehr so in Männergruppen. Dann ging es mehr Richtung Tantra und gemischte Gruppen und so. Aber es war immer noch in mir so eine Seite, ich möchte einfach den Männern Ermutigung geben, sich auf eine andere Weise mit sich zu beschäftigen, als das immer so suggeriert wird. Hm. Und deswegen ging es mir auch nicht darum, neue Ideale für Männer vorzustellen. Es gibt ja dann immer irgendwie einen möglichen neuen Ideale, der neue Mann, der wilde Mann und so weiter, wie dann Männer wieder sein sollen. Und ich wollte eigentlich eher verschiedene Männer vorstellen, und dadurch auch zeigen, Männer können ganz unterschiedlich sein. Ja, Männer, die intim von sich was preisgeben und dadurch dann Lesern auch Ermutigung geben. Ah, so kann man seine Sexualität auch leben. Ne? Ja. Ja, genau so habe ich das Buch empfunden als ermutigend, weil es so eine große Bandbreite anzeigt an männlicher Lust. Und das, was ja auch heute in den Medien immer wieder propagiert wird, ist ja ein bestimmtes Bild, was du gerade auch gesagt hast. Also es verändert sich zwar auch, aber es ist eben doch, Männer müssen irgendwie immer Lust haben und Männer müssen immer können oder... Ja, also ich hab die Erfahrung gemacht, dass Männer oft sich in der Zwickmühle fühlen. Ja, mhm. Also einerseits, was du gerade gesagt hast, so Leistungsansprüche müssen es bringen, eine Erektion bekommen, der Frau einen Orgasmus schenken und so weiter. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, sie dürfen aber auch nicht aufdringlich sein, sie dürfen nicht zu forsch vorgehen, sonst sind sie schon gleich wieder übergriffig. Ja. Und dazwischen ist gerade für die Männer, die sich dann versuchen, an äußeren Erwartungen zu orientieren, also wie soll ich denn sein, damit ich angenommen werde, die werden dann zwischen diesen beiden Anforderungen schier zermalmt. Ja? Also weil das kann man ja gar nicht beides alles richtig machen. Das heißt, die sind dann herausgefordert zu gucken, ja, was will ich denn eigentlich oder wer bin ich eigentlich, wenn ich mich davon löse, wie ich sein soll, wer möchte ich sein? Wie fühle ich mich wirklich? Wie kann ich mich tiefer mit mir verbinden und von dort aus dann in eine Begegnung gehen? Und das ist eine neue Dimension, die viele Männer, glaube ich, kaum kennen. Ja. Ja, und wo ich eben dann in dem Buch 15 Männer vorgestellt habe, die sich auf den Weg gemacht haben, um sich da tiefer kennenzulernen. Ja, und die in dem Sinne auch ein bisschen
Vorbild sind dann nicht in dem Sinne, jetzt so soll es so sein, sondern so wäre es möglich, sich mit sich zu beschäftigen und sich weiterzuentwickeln. Ja, vielleicht wurde der Unterschied, ne? Nicht so sollst du sein, was ja immer das Bild ist oder so muss ich sein. Also ich kriege das ja auch mit oder wir wissen das ja auch, dass Männer selber ja, dass dann die auch gar nicht, ganz oft gar nicht hinterfragen. Das, was du gerade gesagt hast, die wissen es gar nicht. Also die übernehmen das, die glauben, das muss ich so machen, wie du auch eingangs gesagt hast, ich muss eine bestimmte Leistung bringen, ich muss eine Erektion haben. Das ist ja auch was, wo ganz viel dranhängt an diesem doch am Ende sehr kleinen Körperteil. Und oder in Relation zum Rest des Körpers zumindest. Und der Frau einen Orgasmus schenken, also diese ganze Verantwortung, die auch da dran hängt. Wo hast du denn diese 15 Männer kennengelernt? Wo hast du die herbekommen? Unterschiedlich. Also einige, die bei mir Kurse gemacht haben, ich biete ja Tantra-Seminare an und da gibt es natürlich viele Männer, die sich mit ihrer Männlichkeit, mit ihrer Sexualität, mit ihrer Lust, mit Beziehungsthemen intensiv beschäftigt haben. Jetzt wollte ich aber natürlich nicht nur Männer aus meinem Umkreis haben, weil ich ja auch gerade Unterschiede darstellen wollte. Insofern habe ich mich dann umgehört, sozusagen eigentlich so über verschiedene Kontakte, kennt jemand, der jemand kennt und so weiter. Ja. Und dann gab es noch Themenbereiche, wo wir ganz gezielt noch dachten, wir wollten noch jemand, der sich mit diesem oder jenem mehr beschäftigt hat. Also so, damit wir ein gewisses Spektrum haben. Ne? So, und das ist halt auch, glaube ich, nach meinem Geschmack ganz gut gelungen, obwohl es natürlich in dem Sinne keine in Anführungsstrichen normalen Männer sind, wurde uns ja teilweise vorgehalten. Mhm. Das ist auch kein normaler Durchschnitt von Männlichkeit. Nee, soll es ja auch gar nicht sein. Ne? Sind ja ganz spezifisch eben Männer, die sich intensiver mit sich beschäftigt haben und ihre Rollenbilder hinterfragt haben und sich weiter bewegt haben. Ne? Also Männer, die ihre Rollenbilder hinterfragt haben und dann eine Art Vorbildfunktion auch einnehmen können. Also einfach nur zu gucken, so ein Spektrum, was ist eigentlich möglich, jenseits dessen, was vielleicht der Durchschnitt glaubt oder denkt. Machen zu müssen. Sag mal noch mal kurz, ich habe zwar auch schon Podcast gemacht zum Thema Tantra, aber für die, die jetzt noch gar nicht wissen, was es ist, kannst du das kurz beschreiben? Ja. Was da für Männer speziell auch anders ist? Also das wäre jetzt natürlich nochmal ein eigenes Interview wert. Ganz Thema. Kurz ein paar Stichworte. Ja, es gibt einfach große Unterschiede, deswegen sage ich das. Ne? Ich nenne ja mein Institut Schule des Seins und das heißt, es geht eigentlich um die Grundlage, dass zu lernen, mit sich selber wirklich verbunden zu sein, mit dem zu sein, was ist, wie ich öfter sage, das kann natürlich jetzt erstmal sehr abstrakt klingen, heißt aber, sich mit seinem Körper, mit seinen Gefühlen, mit dem, was uns im Innersten bewegt, intensiver zu beschäftigen. Und dazu gehört dann auch die Sexualität. Manchmal wird in der Öffentlichkeit gedacht, Tantra sei jetzt nur eine exotische Art von Spielart von Sex. Das ist aber aus meiner Sicht eine totale Verengung. Ja. In der Perspektive, sondern es ist eigentlich eine ganzheitliche Beschäftigung mit sich selbst. So, ja. Und das passiert eben in meinem Fall. Es gibt auch Leute, die das mit Massagen arbeiten, aber das mache ich nicht, sondern das sind einfach Seminare, wo dann in dem Fall meistens Männer und Frauen kommen und sich eben mit sich selber und miteinander tiefer auseinandersetzen. Ne? Das Tantra hat eine jahrtausende alte Tradition, kommt aus Indien, aus dem Tibetischen oder auch aus dem Hinduistischen und aus dem Buddhistischen. Und Tantra-Massage ist gerade mal ein paar Jahrzehnte alt. Also das ist eine genaue Verkehrung. Ne? Tantra-Massage ist ein sehr junges Phänomen. Tantra selber als Lebensphilosophie, als spiritueller Entwicklungsweg hat eine alte Tradition. Ne? Ja, okay. Ja, spannend. Und wenn du sagst, ich meine klar, dass die Männer, die du befragt hast, sind eben nicht der Durchschnitt. Was ist denn das, was die Männer jetzt so auszeichnet? Klar, sie haben sich auf den Weg gemacht, ihre Sexualität, ihre Lust nochmal anders zu entdecken. Was kann da so ein Mann, der noch vielleicht in diesem Denken verhaftet ist und sich auch dadurch ja einschränkt, was Sexualität ist, was er leisten soll, denn davon lernen? Was kann der mitnehmen? Also wir haben im Laufe dieses Buches so drei ein bisschen provokante Thesen entwickelt. Eine davon heißt, vergesst Männlichkeit. Das ist natürlich für ein Männerbuch irgendwie jetzt ein bisschen seltsam. Muss ich mir einfach aufschreiben nochmal. Heißt aber, orientier dich nicht daran, was du glaubst, was du als Mann zu sein hast oder was jetzt als besonders männlich gilt, sondern eher die Ermutigung, das ganze Spektrum von Menschsein steht auch dir als Mann zur Verfügung. Und das heißt eben auch Gefühle, die jetzt zum Beispiel oder Handlungsweisen, die eher den Frauen normalerweise zugebilligt werden, also zum Beispiel sich anders zu kleiden, ja, bunter zu kleiden oder mehr ihre, auch sagen wir mal, Anführungsstrichen, schwächeren Gefühle zuzulassen, also jetzt nicht nur die Rambo-Gefühle wie Wut und Aggression, sondern auch eben
verletzlich zu werden, zu werden, Angst sich einzugestehen und sowas alles. Und dann eben auch im Umgang mit dem Körper eben ein ganzes Spektrum kennenzulernen und nicht nur immer auf jetzt zielgerichtete Sexualität auszusein, also einfach ein viel breiteres Spektrum an Lust zu entdecken. Dafür steht quasi sinnbildlich diese These, vergiss Männlichkeit, sondern das ganze Spektrum des Menschseins ist, und das ist dann letztlich irrelevant, ob es männlich ist oder nicht. Wenn ich als Mann das fühle, dann darf ich das fühlen und dann kann ich mich damit tiefer mit mir verbinden. Ja. Also das ist eine Richtung, also auch da wieder frei zu werden von irgendwelchen Vorgaben, Dogmen. Ja, und das ist ja unser Thema jetzt hier eher die Lust oder Sexualität. Also da spiegelt sich das natürlich dann auch. Ja, da gibt es auch dann, also zum Beispiel, dass Männer noch viel mehr als Frauen darauf fixiert sind, dass Sex nur dann gut ist, wenn er zum Orgasmus führt. Mhm. Ja, also ohne eine Erektion und eine Penetration und eine Ejakulation ist das nicht vollständig so ungefähr. Ja. Und viele Männer kennen es gar nicht anders und stressen sich dann im Kontakt mit sich selbst, auch im Kontakt in der Begegnung mit einer Frau zum Beispiel, um irgendwie dieser Norm zu entsprechen. Ja. Und deswegen ist so die zweite These, die wir dann aufgestellt haben für das Buch, ist, vergesst den Orgasmus. Ja, ist natürlich auch ein bisschen eine Provokation. Ja, weil es geht nicht darum, den Orgasmus jetzt schlecht zu machen, kann man ja durchaus genießen. Aber die Fixierung daraus macht, ich sage das immer so gerne, das macht aus einer vielfältigen Landschaft, in der man sich vieldimensional bewegen kann, macht das eigentlich eine Einbahnstraße. Mhm. Ja, weil man schon von vornherein weiß, da muss es hingehen. Und das engt einfach die Erlebensmöglichkeiten ein. Ja, und für manche Männer ist es allerdings höchst herausfordernd, auf einen Orgasmus oder in der Ejakulation zu verzichten. Manche bekommen dann auch sogenannte dicke oder blaue Eier. Ja, also was dann als Beleg dafür dient, ja, dass es nicht gesund sei, wenn man jetzt dann am Ende nicht ejakuliert. Also kriege regelrecht Schmerzen davon. Der sogenannte Samenstau. Genau, und das wird allerdings dann auch, wenn er zum Arzt geht, wird er sagen, ja, wir müssen halt ejakulieren, dann ist wieder alles gut. Ist auch so. Allerdings ist das aus meiner körpertherapeutischen Sicht, ich bin ja auch Körpertherapeut von meiner Ausbildung her, ist es einfach so, dass quasi die Männer gewohnt sind, ihre Beckenbodenmuskeln und die ganzen Muskeln um den Penis herum so anzuspannen chronisch, ohne das eigentlich noch zu merken, dass das eigentlich den eigentlichen Energiestau verursacht. Und wenn Männer da durchlässiger werden, zum Beispiel auch durch Massagen oder einfach durch Körperarbeit, durch sensitiver werden für sich selbst, dann legen sich auch diese Symptome und dann merken sie plötzlich, ja, es gibt ja ein viel größeres Spektrum von Erlebensmöglichkeiten, die so lustvoll sein können und die jetzt gar nicht unbedingt immer auf den Orgasmus rauslaufen müssen. Dadurch wird natürlich der Handlungsspielraum in der Begegnung viel vielfältiger. Viele Frauen wünschen sich da, dass Männer dann nicht so eindimensional unterwegs sind. Und Männer denken dann, sie müssen das den Frauen recht machen, den Frauen zuliebe machen. Und ich sage dann oft, nee, da könnt ihr auch selber eine ganze Menge entdecken, ja, für euch selber viel zu gewinnen. Ja, das muss man gar nicht gegeneinander ausspielen. Ja, das stimmt. Aber es sind auch die Frauen, die es nicht anders kennen. Die Frauen, die das gewöhnt sind, also die Lust des Mannes dann doch irgendwie nach vorne stellen und es gewöhnt sind, dass der Mann irgendwann, also es ist ja dieses Schema ein bisschen, ich habe das mal die KFR-Formel genannt, knutschen, fummeln, reinstecken. So, dass da wird geknutscht, dann wird ein bisschen Brüste angefasst, dann wird geguckt, dass das aus Frauensicht dann, oh, ist sie schon so weit? Und dann wird penetriert. Und wenn dann aber ein Mann nicht kann, vielleicht auch einfach noch nicht möchte, dann sind Frauen total irritiert, weil das ist was sie nicht kennen. Dass sie selber nicht zum Orgasmus kommen, das ist relativ bekannt oder das ist wo natürlich auch viele drunter leiden, aber dann sagen, okay, so ist es eben. Aber wenn der Mann nicht kann oder nicht kommt, dann ist Holland in Not, dann ist so, bin ich nicht attraktiv, ist da irgendwas, liegt es an mir? Also natürlich liegt es an mir, gibt ja gar keine andere Möglichkeit, weil alle Männer ja einen Höhepunkt kriegen am Ende und dann ist auch das große Konzept zu Ende. So, dann war es das. Und das kann ist beide total einschränkend. Ja, genau, man kann sich mit Sex eine Menge Stress machen. Ja. Kann man aber ich meine, Frauen wie Männer lernen das ja mehr und mehr loszulassen. Ja? Und wobei bei Frauen meiner Ansicht das schon deutlich mehr in der Öffentlichkeit angekommen ist. Die größere, das heißt ja auch, das war einer der Motive auch für das Männerbuch, dass es immer heißt, ja, die Frauen sind unglaublich komplex und vielfältig, vielschichtig in ihrer Sexualität. Und hat schon Freud gesagt, was will die Frau, niemand weiß es ungefähr. Ne? Und Männer sind ganz einfach. Einfach gestrickt und so weiter und
von daher ist es irgendwie dann für Männer teilweise nochmal schwieriger, sich aus diesem vermeintlich einfachen Skript dann zu lösen. Mhm. Und insbesondere, wenn es nicht funktioniert, ist das sogar eine Chance. Also wenn Männer dann Erektionsprobleme kriegen und mit zunehmendem Alter wird das irgendwann passieren. Inzwischen kann man dann Viagra einwerfen und dann das Thema umschiffen. Aber Männer, die sich dann dem stellen, merken plötzlich, dass das eine Chance ist auch. Also einfach von diesem Bild, wie Sex laufen muss, sich zu befreien. Und dann ist es so, klar, kann es sein, dass Frauen erstmal irritiert sind. Aber wenn die Männer dann auch das den Frauen entsprechend kommunizieren, hör zu, ich habe nicht nur Lust, wenn ich einen Ständer habe. Und das ist nicht eine unmittelbare Aussage darüber, ob oder wie ich dich attraktiv finde, dass die Frauen dann auch entspannen. Ja, und einfach vielfältige Möglichkeiten entstehen. Ne? Aber da muss ja so ein Mann auch erstmal hinkommen, dass er das rausfindet und dass er es auch noch kommunizieren kann. Ganz genau, ja. Ja, und bei Frauen aber genauso auch die Bandbreite aufzuzeigen, dass Männer eben doch noch ein bisschen komplizierter sind. Obwohl ich schon oft gehört habe von Frauen, dann wieso ist, weiß ich so genau, was ich bei ihm machen muss und er kriegt es bei mir nicht hin. So. Ja, ich meine, das ist so, dass man Männer, also zumindest in jüngeren Jahren, relativ leicht zu einer Erektion und einer Ejakulation bringen kann. Und die Männer glauben, das sei alles gewesen. Das ist ja nicht das Drama. Ja, bei Frauen, wo es in Anführungsstrichen nicht funktioniert, die machen sich auf die Suche, die fangen an zu forschen. Die Männer forschen gar nicht, weil sie denken, das sei es schon gewesen. Dabei ist für viele Männer, die haben zwar eine Ejakulation, aber man kann es nicht wirklich Orgasmus nennen. Das ist wie eine Art genitalen Niesen, könnte man sagen. Ja? Also wie ein kleiner Reflex, der ein bisschen lustvoll ist, der nach ein paar Sekunden wieder vorbei ist und dass da noch mehr dran sein könnte, dass das durch den ganzen Körper strömen könnte, dass das auch Gefühle berühren könnte, dass sie sozusagen in Tränen ausbrechen können im Orgasmus. Und dass das was enorm Intimes und Befreiendes sein kann, auf die Idee kommen Männer gar nicht. Ja, und das ist in dem Sinne dann quasi, obwohl es an Anführungsstrichen so leicht ist, ist das auch eine Falle. Ja, weil, um nämlich in diesen alten Skripten stecken zu bleiben. Ja. Das ist gut gesagt, als Falle habe ich es noch nicht betrachtet. Ja. Und was ist die dritte These? Die dritte These ist, vergesst die Abwertung. Weil es wird ja immer viel gesprochen, wie Weiblichkeit abgewertet wird und wie Frauen diskriminiert werden und so weiter. Stimmt natürlich auch, ja. Mhm. Es gibt aber auch eine Kehrseite, nämlich die, dass Männlichkeit quasi eigentlich in weiten Teilen der Bevölkerung inzwischen als Problem definiert wird. Ja? Also dass man, ich meine, abgesehen mal davon, dass Männer für alles Mögliche verantwortlich sind, werden sie dann aber auch qua Geschlecht dafür verantwortlich gemacht, dass die Welt so aussieht, wie sie aussieht, dass Kriege geführt werden, dass sie unbedingt wahnsinnig über die Autobahn rasen müssen und so weiter. Ja? Und damit ist ganz oft gekoppelt, dass Männer ganz tief in sich, neben einer vielleicht Fassade, wo sie vielleicht noch den Macker raushängen lassen, wenn sie das überhaupt noch tun, aber dass dahinter eigentlich ganz tiefe Verletzung ist von einem Gefühl von ich als Mann, bin eigentlich so, wie ich bin, nicht okay. Ich muss erstmal sozusagen okay zivilisiert werden. Ja, ja. Domestiziert werden. Ich muss mir meine viel zu wilden Sextriebe, die muss ich domestizieren. Ich muss lernen, meine Übergriffigkeit unter Kontrolle zu halten, weil eigentlich bin ich potenziell immer ein Vergewaltiger, wenn ich nicht erst quasi umtrainiert werde. Also da ist ein ganz tiefes Bild von Männern, von sich selbst, dass sie eigentlich in ihrem Kern nicht wirklich liebenswerte Wesen sind. Ja. Ja, und das verbergen sie dann hinter einer Maske von Unnahbarkeit, von Coolness, von, ja. Und da ist, glaube ich, deswegen auch immer geschrieben, vergesst die Abwertung, also beziehungsweise geht natürlich überhaupt die erstmal wahrzunehmen. Ja, also wo da eigentlich ein Gefühl von Selbstliebe sich nicht hat wirklich entwickeln können, sondern immer schon maskiert wird mit Leistungsansprüchen und so weiter. Ne? Ja, das stimmt, das ist schwierig, wobei ich jetzt auch gerade denke, dass es natürlich noch weiter zurückreicht. Also nicht nur, dass heute ist es ja ganz, ganz schlimm, weil eben, ja, weil alles Leid gerade auf Männer geschoben wird. Und ne, da haben wir dieses schöne Wort, der alte weiße Mann und das alles. Aber auf der anderen Seite sind ja auch viele Männer, die heute so, ich weiß nicht, in unserem Alter sind ja auch sozialisiert in einer Zeit, in der der Feminismus gerade so ein bisschen Auftrieb bekam. Und da habe ich eben auch mit Männern zu tun, die dann das schon sozusagen mit der Muttermilch eingeimpft bekommen haben, dass Männlichkeit irgendwie toxisch ist, die dann sich heute auch nicht trauen, tatsächlich beim Sex mal in ihre Lust zu kommen, weil sie denken, wenn ich das mache, wenn ich die Frau wirklich nehme oder wenn ich mal egoistisch bin, dann bin ich gleich, dann ist es schlecht. Und das ist so, das ist das, was du sagst, es ist so tief drin,
dass es da ganz schwer ist. Es geht dann auch über auch so natürlich Erektionsstörungen, dann geht da gar nichts, weil sie, also alles geht, aber das geht dann nicht, das Penetrieren, weil das Bild da ist, oh Gott, das darf ich nicht, da mache ich die Frau kaputt oder ich bin böse oder aggressiv oder was auch immer. So. Genau, das ist die Zwickmühle, was ich am Anfang beschrieben habe, ja, dass von beiden Seiten Anforderungen kommen und dazwischen ist kaum noch Raum, bis die Männer dann anfangen, mehr sich selber zu spüren. Und daraus entsteht natürlich dann im wahrsten Sinne ein Selbstbewusstsein, ja, ein sich selber kennen, sich selber spüren. Ja. Und dann ist es leichter, solchen Anforderungen standzuhalten, beziehungsweise sie auch zu durchbrechen und sich zu zeigen, was wirklich los ist. Mhm. Und das ist eigentlich meistens für die Männer selbst und auch für die Beziehungen ein Segen, wenn das passiert. Ja? Also wenn da was aufbricht, das ist am Anfang vielleicht herausfordernd oder auch manchmal schmerzlich, aber letztlich macht das einen Entwicklungsweg möglich. Ne? Ja. Wenn Männer jetzt nicht zu dir gehen oder zu mir oder zu anderen paar Sexualtherapeutinnen, was können sie denn machen? Also wie können wir sie darauf aufmerksam machen noch? Ich meine, klar, dein Buch ist da. No. Das müssen wir noch mehr propagieren. Also ich arbeite fleißig weiter daran. Aber was können Männer noch machen, um sich auf diesen Weg zu machen? Na, das Erste ist erstmal den Mund aufmachen. Ah, guter Tipp, ja. Dass sie vielleicht mit Freunden, mit ihrer Partnerin, mit ihren Freunden, da reden Männer ja über alles Mögliche, aber oft eben nicht über intime und schon gar nicht emotionale Geschichten, ja, weil das auch Weiberkram ist. Ja. Ja, also dass sie lernen, sozusagen über solche Themen auch zu sprechen. Und daraus ergibt sich, viele Männer gehen in Männergruppen, wird auch belächelt teilweise, ne? Ja, wie als Nabelschau und so weiter, aber mit anderen Männern sich auf einer anderen Ebene zu verbinden, als nur so mit so einem kumpelhaften Klopfen oder ins Fußballstadion gehen oder Bier trinken, sondern sich auch da, sagen wir mal, menschlich tiefer zu verbinden, denke ich, wäre ein Ansatzpunkt, ja. Wo es natürlich immer Ängste berührt. Und gerade Männer haben tiefe Ängste auch vor Homosexualität. Also jetzt heterosexuelle Männer, ne? Homosexuelle Männer haben nochmal ihre eigenen Themen. Aber heterosexuelle Männer haben da oft Ängste sozusagen. Also wenn ich mich einem Mann emotional oder schon gar sinnlich irgendwie annähere, dann stimmt mir was nicht. Auch das spielt Potenzial. Also wenn Männer dieses Tabu, das lockert sich ja auch schon ein bisschen, ja, aber wenn dieses Tabu sich löst, dass Männer merken, ah, okay, ich kann auch mich im Spiegel eines anderen Mannes nochmal vielfältiger entdecken, weil da vielleicht nicht gleich diese ganzen Erwartungsgeschichten mit reinspielen, wie sie jetzt in der Beziehung zu einer Frau dann vielleicht sofort schwanger wäre, sicherlich auch eine Möglichkeit, ja. Ja, das stimmt. Also diese tief sitzende Angst vor Homosexualität ist mir zuerst aufgefallen auf diese ganz praktische Weise, wenn Männer, das war damals, als ich noch auch online viel Beratung gemacht habe, die Frage, wenn ich jetzt meinen Analbereich, meine Prostata entdecke, werde ich dann schwul? So, die Frage ist relativ häufig gekommen. Da habe ich dann immer gedacht, ah, so ein Quatsch, aber natürlich ist das was, wo das kommt natürlich irgendwo her. So, und da dann zu sagen, nein, natürlich nicht, es ist dein Körper und so der Anus, der ganze Bereich ist unisexuell irgendwie, das gibt es für beide Menschen, warum sollten Männer nicht auch ihre Lust da entdecken? Und das wird ja auch in deinem Buch so wundervoll beschrieben, dass da eben auch ganz viel noch wartet auf Männer. Mhm. Aber eben auch, was du gerade sagtest, diese Angst, wenn man sich einem Mann nähert. Und ich bin immer wieder überrascht, weil doch viele Menschen oder viele Männer, wenn es dann mal zum Thema kommt, dann doch von homoerotischen Begegnungen erzählen und nur dieses blöde Schubladendenken, wenn ich einmal sowas gemacht habe, dann bin ich, oder die Frage, bin ich jetzt bi oder nicht, und wenn man das mal versucht irgendwie aufzulösen oder wegzunehmen, dass da nicht gleich so ein riesen Ding aufgeht, sondern es einfach vielleicht, weiß nicht, früher haben doch viele auch junge Männer homoerotische Erfahrungen gemacht, als noch nicht die Klassifizierung gab in Schwulsein. Und das ist dann irgendwann weggefallen aufgrund dieser Angst. Also da nimmt man sich ja doch. Ich denke nur, dass Männer da einfach auch viel durchlässiger werden, wenn sie sich diesem Thema ein bisschen stellen. Und allein schon, da spielt natürlich auch das Thema Selbstliebe. Also wie entdecken Männer ihren eigenen Körper? Wie befriedigen sie sich selbst? Ist das nur ein schnelles Wichsen? Und vorbei ist Stressabbau oder ist das wirklich ein Akt von Selbstliebe? Können Sie das zelebrieren? Auch das ist ein Riesenentwicklungsthema, wo Männer ja niemand anders brauchen als für sich selbst. Und die Ermutigung, also sich dem wirklich zuzuwenden. Und dann merken Männer, ja, wenn ich ja meinen eigenen Körper, also ich als Mann, meinen Männerkörper
liebevoll berühre und mich selber errege, dann bin ich ja eigentlich schwul, ja? Weil es ist von Mann zu Mann. Ja, ja, das ist ja total, ein total paradox, dieser Gedanke. Ja, manche Männer, wenn ich das in Kursen manchmal sage, ist es euch eigentlich klar, dass wenn ihr Sex mit euch selbst habt, dass das schwuler Sex ist, dann geht erstmal die Kinnlein runter, wie bitte was? Aber wenn sie dann ein bisschen dahin schwimmen, ja, das ist so tatsächlich, dass Männer das tatsächlich in der Lage sind abzuspalten, dass sie ihren eigenen Körper gar nicht mit einem liebevollen, sinnlichen, auch erregenden Blick selber wahrnehmen. Und das, oh, das, aber das können, da sind Frauen auch ziemlich gut drin, würde ich sagen. Kann gut sein, aber das ist dann, sagen wir mal, eine Hypothek für die Beziehung. Dann muss quasi die Bestätigung immer von außen kommen. Ja, ja. Anstatt, dass wir sie uns auch selber ein Stück mitgeben können und mitbringen können dann in eine Begegnung. Ne? Ja, das heißt, jetzt denke ich gerade bei diesem ganzen Themenbereich Body Positivity oder was ich besser finde, Body Neutrality, auch wenn das irgendwie schwierige Worte sind, denke ich, dass das da fast immer nur um Frauen geht, aber Männer ja genauso davon betroffen sind. Das hast du eingangs auch gesagt, dass Männer auch einem, also auch jetzt heute zunehmend einem bestimmten Körperbild entsprechen müssen. Und ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, da war ich in Barcelona und kam mit zwei jungen Männern ins Gespräch und dann kam halt, ja, was machst du denn beruflich? Und dann war das Gespräch geöffnet und hörte gar nicht mehr auf. Und dann erzählten sie von ihren Sorgen, also wirklich junge, gut aussehende Männer, die, ich weiß nicht, die waren Mitte 20 oder so, die davon sprachen, dass der Körper, also sie noch mehr Sport machen müssen, noch mehr Muskeln bekommen müssen, sonst wird das mit den Frauen nichts. Und das wirklich, das hat die so umgetrieben. Und auch das war, fand ich nochmal für mich auch ganz, ganz interessant, weil mein Blick war da bis dahin auch doch sehr auf Frauen gerichtet, weil ich das da aus eigener Erfahrung ja auch weiß, aus 5 Jahrzehnten Frau sein und mit Freundinnen Frauen sprechen. Aber Männer sind da heute unter einem, also das ist ja, was für ein Leistungsdruck. Ja, es war nicht immer wieder das Thema, wie weit wir uns ins Boxhorn jagen lassen von irgendwelchen Erwartungen, die jemand haben könnte oder die wir an uns selber haben. Und es ist einfach ein Weg, sich davon zu lösen. Und wirklich, ja. Wenn du fragst, was können Männer machen, dann würde ich eben sagen, es hat auch viel mit dem Umfeld, in das wir uns bewegen. Also deswegen ist es ja auch hilfreich, so in Seminare zu gehen oder Männergruppen oder überhaupt mit Freunden zu sprechen. Einfach, dass wir merken, ah, andere Männer haben auch ihre Themen. Ja, und wir sehen ja oft nur die Fassade von anderen Menschen. Und wenn wir da Gelegenheit haben, dahinter zu gucken, dann kann ja sowas anfangen, sich zu bewegen, ne? Was sagst du denn dann, wenn wir gerade vom Thema Leistung sprechen, dann zum Thema Porno? Da ist ja auch die Diskussion, die einen sagen, nee, ist ganz schlecht und die anderen sagen, nee, ist doch gut, kann man was lernen. Wie siehst du das dann, was jetzt gerade den Leistungsdruck angeht, das Körperbild? Was vermittelt das dann Männern aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht ist so wie mit vielen anderen Sachen, die Dinge an sich sind nicht gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, was wir damit machen. Das heißt, was in der Diskussion meistens gar nicht vorkommt, ist, wie wir ein Porno schauen. Mit welchem Bewusstsein wir schauen und zum Beispiel, wenn wir ein Porno so schauen, dass wir in unserem eigenen Körper gar nicht mehr anwesend sind, sondern uns nur rein visuell erregen lassen und eigentlich vom eigenen Körper erleben, dabei paradox, ja, aber eigentlich abtrennen, da passiert natürlich eine Lust, aber die steht nicht im Fokus, sondern nur die Bilder stehen im Fokus, dann können Männer sich regelrecht antrainieren, Lust zu haben, ohne im eigenen Körper präsent zu sein. Und wenn sie dann das nächste Mal einer Frau begegnen, dann merkt diese Frau, dieser Mann ist überhaupt gar nicht, der ist gar nicht anwesend. Ja, der guckt mich quasi an, der will irgendwie die Lust von mir, der will erregt werden, durch das, wie er mich sieht. Und das ist dann allerdings kann ein Problem werden, abgesehen mal von den ganzen, also gnadenlos primitiven Interaktionsformen, die man da sehen kann. Ja, das ist natürlich auch grotesk eigentlich. Aber wie gesagt, wenn Männer quasi dann auf eine andere Weise gucken und das nehmen als Stimulation von ihrem Kopfkino und das aber auch nehmen, um sich mehr zu spüren und sich zu feiern, zu zelebrieren, dann glaube ich, ist das nicht so schädlich. Wenn wir allerdings sozusagen, gerade jetzt bei Jugendlichen, also wenn Jungs oder junge Männer darauf gepolt sind und auch gar keine Ahnung haben, wie Sex noch sein kann und quasi ein bisschen sich vorstellen, also so läuft, so muss es also ablaufen, dann kann es natürlich sehr in die Irre führen, das ist klar. Ja. Ja, okay. Gut, das ist ein interessanter Ansatzpunkt zu sagen, es ist nicht generell schlecht. Es ist halt ja die Frage, mit welcher Motivation ich es gucke oder was ich dabei mache, inwieweit ich noch mit mir in Kontakt bin. Und dann ist auch noch ein Punkt, irgendwie, was wir eben schon mal hatten, wenn diese Fixierung auf den Orgasmus auch weiter besteht und die Männer sich quasi immer, dann braucht es eine immer höhere Dosis für den Kick, um überhaupt noch Lust zu empfinden, müssen immer härtere Videos angeguckt werden. Und wenn Männer aber lernen, dass sie
dass sie das auch loslassen können, diesen unbedingten Drang, immer zu ejakulieren und mehr merken, ja, ich kann damit mehr spielen, ich kann die Erregung aufbauen, ich kann sie wieder abflauen lassen und so weiter, dann ist dieser Erschöpfungseffekt, den manche Männer dann haben, wodurch auch diese No-Fat-Bewegung entstanden ist, von wegen hört ganz auf mit Selbstbefriedigung, weil Männer sich sozusagen eigentlich total auslaugen mit dieser Art von Pornos gucken und sich jedes Mal zum Höhepunkt bringen, dann ist natürlich irgendwann die Energie im Eimer, auf Deutsch gesagt, ja. Ja. Wenn sie dann in eine Begegnung kommen mit einer Frau, dann merken sie, sind erotisch gar nicht mehr ansprechbar. Aber es hat eben auch mehr mit der Art und Weise, wie zu tun, als mit der Tatsache, das aus meiner Sicht. Ja, ja. Ja, das stimmt. Jetzt denke ich gerade, also die Frage ist, wo kann man dann noch ansetzen, gerade wenn es um junge Männer geht und denen schon mal die Möglichkeiten aufzeigen. Denn das, was sie lernen, also gerade dadurch, dass Menschen heute sehr jung schon in Kontakt mit Pornos kommen, wo es eben dann doch sehr einseitig meistens abläuft. In der Schule ist es viel auf diesen Präventionsgedanken, also Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen, Schutz vor ungewollten Schwangerschaften, jetzt mittlerweile Gott sei Dank auch zu dem Thema Nein sagen. Aber was ist dann, also es gibt ja keine Liebesschule für junge Menschen. Also das heißt auch das, das, was wir da machen, geht immer letztendlich um Penetration und Ejakulation, weil dadurch bekommt man überwiegend die sexuell übertragbaren Infektionen. Also überwiegend, ja, wissen wir ja nicht nur, aber das ist ein Teil, und Schwangerschaften. Das heißt, auch da ist der Blick ja wieder auf diesen Tunnel gerichtet. So, was können wir machen, um auch junge Menschen dahin zu bringen, dass sie sich besser noch mehr erforschen können und mehr Möglichkeiten sehen und eben nicht so fixiert sind auf den Orgasmus. Das sind ja so, also ich kriege es ja vor allem auch, also ich habe auch viele Männer in der Praxis, aber wenn Frauen, ist es nochmal so mein Blick eben, bisher doch sehr groß gewesen, da eben dieser Leistungsdruck, irgendwas schaffen zu müssen. Und auch die jungen Männer. Ich meine, nicht umsonst haben immer mehr junge Männer Erektionsprobleme. Das ist ja unglaublich, weil körperlich ist ja alles in Ordnung. Ja. Ja, aber das hat natürlich mit dem zu tun, was ich gerade beschrieben habe. Also wenn Männer dann quasi oder junge Männer dann speziell lernen, quasi eigentlich gar nicht mehr im Körper anwesend zu sein und sich so umzubringen, dann fehlt natürlich die ganze Basis von Körperpräsenz, von in sich selber anwesend zu sein, um überhaupt auf eine Entdeckungsreise zu gehen, mit sich selber, aber auch in einer Begegnung. Ja. Natürlich toll. Es gibt so ein paar Seminare auch für Jugendliche, auch Richtung Tantra, aber es gibt halt sehr wenige. Ja, und die haben halt selber erstmal auch kein Geld für sowas. Also das wäre natürlich toll, wenn es da Liebesschulen gäbe oder überhaupt allein schon, dass auch Jugendliche darüber offen sprechen können, anstatt irgendwie meinen, sie müssen imponieren. Ich meine, das war in der Zeit ja auch so, und das ist ja auf gewisse Weise jetzt eigentlich immer noch ähnlich, ja, dass da quasi einfach Fassaden voneinander hergetragen werden und sich nicht in die Karten geguckt wird. Ne? Und allein das würde schon eine riesen Befreiung geben, ja? Wenn da nicht immer ein Bild aufrechterhalten werden muss. Ja. Ja, Muges, denke ich gerade, es gibt natürlich auch für Jugendliche mittlerweile eine ganze Menge Angebote im Internet, also speziell für Jugendliche auch gemacht, wo eine ganze Menge Informationen sind. Das heißt, das ist was auch ja auch transportiert wird von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Beispiel. Da ist ja schon was da. Jetzt überlege ich gerade noch, also ich stelle mir jetzt vor, wer dieses Video guckt. Beim Podcast habe ich so eine Idee, da weiß ich schon, da sind viele Abonnenten, die sich ein bisschen besser auskennen oder mit dem Thema schon beschäftigen. Bei Videos ist immer noch was anderes. Und ich denke gerade, dass, ich glaube, für viele jetzt noch so ein großes Fragezeichen da ist. Sie denken dann, ja, jetzt reden die ganze Zeit darüber, was Männer noch so entdecken können und dass es nicht diese Einbahnstraße ist, Penetration, Orgasmus. Und jetzt vielleicht denken, okay, ja, da gibt es anscheinend was, aber was gibt es denn da? Also wo kann ich denn jetzt gucken? Okay, ich soll beim Porno gucken, ein bisschen mehr in mich spüren. Ich kann noch ein bisschen irgendwas nachlesen und ich kann das Buch lesen. Aber genau. Ich kann Kurse machen. Also für mich war es wichtig, einfach auch Seminare zu machen. Wir machen für alle möglichen Sachen, machen wir Fortbildung. Beim Sex glauben wir müssen als Meister vom Himmel fallen. Ja, also ich finde das nicht ehrenrührig, sich da auch in dem Sinne fortzubilden. Ja? Und Seminare zu machen, gibt es ja in viel, vielfältiger Richtung, um neue Erfahrungen zu sammeln. Ja. Ja, das ist natürlich tatsächlich, man kann bestimmte Ideen aus Büchern haben, aber wenn man ein Umfeld hat in so einem Kurs oder überhaupt, ich meine, wenn ich sage mal, solche Kurse oder Therapien auch, ich bin der Meinung, Therapien braucht es nur, wenn man keine Freunde hat.
ja, mit denen man die Sachen so intim auch bereden kann und so verantwortlich und ja, und aber wenn man so ein Umfeld eben nicht hat, dann ist es auch nicht ehrenrührig, sich da Unterstützung zu holen, aus meiner Sicht, ja, und Anregungen zu bekommen und ein Umfeld zu entwickeln, Freundeskreis, Bekanntenkreis, mit denen überhaupt über solche Themen geredet werden kann. Und dann wiederum gibt es dann auch wieder Anregungen, wie man sich sehr mehr mit sich selber beschäftigen kann. Also zu entdecken, ich kann mich auch mal woanders berühren. Ich kann meine Art und Weise, wie ich mir selber Lust verschaffe, mal variieren. Ja, da wollte ich hin. Ah, okay. Ja, ganz konkret, weil ich denke einfach, wie gesagt, dass dieses Video, wenn den Podcast, das hören Menschen, viele Menschen, die ich kenne, die schon irgendwie eine Idee haben, aber das Video werden auch Menschen sehen, die bisher noch gar nicht sich damit beschäftigt haben. Das heißt, die können sich anders berühren, ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Nicht das, was viele machen, vom Computer sitzen, einen Penis in die Hand und los geht's. So, genau, der heutige Klassiker. Genau, also manche sind dann schon überrascht, wenn sie die Einladung kriegen, mal die andere Hand zu nehmen. Dann merken sie, oder das ist ja gar nicht so leicht. Ja. Einfach mal zwischendurch aufzuhören, Erregung aufzubauen, zwischendurch aufzuhören, die Energie sich im Körper verteilen zu lassen, vielleicht ein bisschen zu tanzen, mal den ganzen Körper zu streicheln. Tanzen? Und dann wieder aufzumachen. Oh. Ja, einfach zu atmen. Ja, also da gibt es eine Menge zu sagen, weil natürlich die Erregung, wenn jetzt Männer gewohnt sind, dass die Erregung so ganz konzentriert ist, nur im Genitalbereich, wenn dann die Erregung sich ausbreitet, dann wird sie insgesamt ein bisschen weniger, weil der Energielevel einfach nicht hoch genug ist, um den ganzen Körper zu elektrisieren, sag ich mal so. Ja. Das heißt, da brauchst du auch ein gewisses Know-how, was man, wie gesagt, teilweise aus Büchern bekommen kann oder aus Videos, was teilweise eben Anregung braucht, ja, also um überhaupt auf diese Ideen zu kommen. Ja. Oder Sexspielzeuge ist nochmal ein Riesenfeld, ja, wo bei Frauen wahrscheinlich Sexspielzeuge inzwischen eher, sagen wir, en vogue sind. Ja, das ist zwar auch ein gewisser Tabubereich, aber für Männer ist das teilweise auch ein bisschen traurig, dass das noch so sehr mit Schmuddelecke verbunden ist. Auch da gäbe es Möglichkeiten, dass Männer einfach anfangen, ich kann kreativ werden, ich kann Dinge ausprobieren. Analbereich hast du eben schon angesprochen. Ich denke, es ist ein ganz wichtiger Bereich, um, was ich gesagt habe, um diese Verspannung, chronischen Anspannung im Beckenbereich, dass die sich lösen können. Wenn der Anus nicht aufmachen kann, ist eigentlich das Becken verschlossen. Ja. Dann kann die Lust aus dem Penis sich auch nicht im Körper ausbreiten. Also auch das, ja, dass das Becken sich öffnen kann, dass diese Erregung aus dem Becken sich ausbreiten kann. Ganz wichtiger Punkt. Und ich habe neulich, kennst du Maggie Teppert? Nein. Eine Sexexpertin aus Zürich, die auch gerne provoziert und die sagt, also Männer, wenn ihr lernen wollt, wie man eine Frau penetriert, lasst euch erstmal selbst penetrieren mit einem Umschneidbild und so. Ja, also finde ich eine gute Idee. Ich meine, es ist ja auch sowas, dass Männer gerne dann penetrieren, Frauen penetrieren anal, aber wenn das dann umgekehrt sein soll, dann, oh nein, mein Po ist ein Tabubereich, so, das geht gar nicht. Und weil dann irgendwelche Ängste da sind, vielleicht nicht männlich zu sein, wenn ein Mann selber penetriert wird und sich darum bei auch natürlich auch um die Erfahrung bringen. Andererseits sind natürlich auch viele Frauen nicht so sehr erfahren darin und aber Männer beim ersten Mal auch nicht. Und das geht dann ja doch häufiger mal schief. Ja, und das ist auch eine gute Idee, das bei sich selber anzufangen, auszuprobieren. Ja, weil das ist natürlich schwerer, bei jemand anders zu machen, wenn man das in sich selber gar nicht kennt. Ja. Ja, ja, ja. Klar, das sind auch wieder Tabus und Hemmschwellen und so weiter zu überwinden. Aber das ist, ich meine, das ist immer so, wenn wir uns auf den Weg machen, uns weiterentwickeln, dann gibt es erstmal Widerstände und Ängste und wer bin ich dann? Ja. Aber es lohnt sich. Was ist denn mit der Prostata zum Beispiel? Die wird ja auch als männlicher G-Punkt bezeichnet. Ja, genau. Also die Prostata ist eigentlich das Zentrum der Lust. Ja, also aus meiner Sicht ist es so, dass eigentlich die intensivste, geile Lust, die ist eigentlich im Körper. Die wird zwar jetzt möglicherweise an der Eichel oder dem Penis ausgelöst, aber Männer, die nicht mehr spüren, die spüren, dass eigentlich die viel tiefere Lust, die ist im Körper und zwar zentriert in der Prostata. Krass, die meisten wissen das überhaupt nicht. Die meisten wissen es gar nicht. Das, was ich eben gesagt habe, die sind gar nicht im Körper so weit präsent, dass sie spüren, wo überhaupt welche Gefühle genau sind. Ja? Da ist so ein allgemeines, ist geil, aber dann sozusagen in Fantasien oder im Porno verschwunden. Und dann haben wir einfach gar nicht so eine Körperwahrnehmung, die uns dann helfen würde, das weiterzuentwickeln. Ja, ja. Ja, und es gibt natürlich auch jetzt Massagen, die jetzt speziell die Prostata massieren. Also kann man selber mit dem Finger, wenn man mit dem Finger reingeht, ist das so ungefähr ein paar Zentimeter innen nach oben und dann kann man die spüren. Aber ich habe auch erlebt, dass Männer, die das erstmal so ausprobieren, dann sagen, oh nee, das brennt ja alles und das tut weh und das macht keinen Spaß, nicht mein Ding.
Und anstatt aber daraus zu schließen, dass es nicht ihr Ding ist, würde ich erstmal sagen, also es ist ein Zeichen von wie extrem verspannt das alles ist. Weil wenn Gewebe verspannt ist, dann ist es auch nicht lustvoll. Das also muss nicht das Ende vom Lied sein, wenn es nicht gleich am Anfang lustvoll ist. Ja, das kennen wir ja als Frauen auch. Und da ist beim G-Punkt ja ähnlich. Das ist ja dieselbe selbe Areal. Und dass es auch dann heißt, am Anfang kann es auch mal unangenehm sein. Oder vor allem, wenn keine Erregung da ist, ist die Berührung nicht so schön. Und dann denkt man ja, aber das ist ja an jedem Körperteil so. Also eine Berührung an den Brüsten ist auch nicht schön, wenn ich überhaupt nicht erregt bin. Oder wenn jemand plötzlich kommt und irgendwas macht, so überraschend. Also das ist ja, da sind wir ja dann eben doch sehr unterschiedlich, was Stimmung angeht, Lustempfinden angeht. Und Männer eben auch, also nicht nur Frauen. Genau, ja. Ja, okay. Ja, das ist ja schon mal ein Ausblick. Ich meine, weil das doch oft sehr, sehr eben einseitig ist, um mal zu gucken, was geht denn eigentlich überhaupt noch. Und es ist ja eben dann zu gucken, weg von der üblichen Bewegung, weg von der Peniszentrierung hin zum ganz körperlichen Empfinden und sich wahrnehmen. Ja. So. Ist auch so, also wenn wir jetzt schon bei den Praktiken von Selbstbefriedigung sind oder Solo-Sex oder wie wir es nennen wollen, Selbstliebe. Dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass sich der Körper bewegt und nicht nur die Hand quasi auf und ab bewegt und der ganze Körper ist eigentlich angespannt, sondern quasi, ne, dafür gibt es jetzt auch Sexspielzeuge, wo die Männer ihr Becken bewegen können und nicht quasi nur die Hand über den Schwanz rauf und runter fährt. Einfach dadurch, dass sie merken, das kann sich dadurch ausbreiten, es gibt gewisse Flexibilität im Körper. Und wenn Männer quasi nur in Anführungsstrichen wichsen, wie das so langweilig bekannt ist, dann kann tatsächlich sein, dass sie im Sex mit einer Frau kaum was spüren. Ja, oder umgekehrt, so schnell, so erregt sind, dass sie sofort kommen. Ja, und das hat dann auch mit mangelnder Präsenz im Körper zu tun. Ja? Wenig Körpergefühl, was dann dazu führt, quasi nicht rechtzeitig stoppen zu können, nicht variieren zu können, nicht damit atmen zu können und so all diese ganzen Symptome, die da auftreten. Ne? Ich denke gerade dran, ist ja diese schöne Übung der unteren Beckenschaukel, wenn das Becken gekippt wird und wenn Männer dann da stehen und es ist so, die überhaupt keine Vorstellung davon haben, was dann ihr Becken sein könnte und wo man es kippen kann. Und dann kommt aber auch dieses Bild wieder, als wenn geschmeidige Bewegung nur etwas für Frauen seien, als wenn das irgendwie nicht männlich wäre. Und das ist dann auch, dann wird so eine ganz einfache Körperübung zu einem ganz großen Ding, weil man erstmal daran gucken muss, warum geht das nicht? Was steckt dahinter? Was für ein Selbstbild? Was erlaubt ein Mann sich, was nicht? Und wie viel Körperwahrnehmung ist eigentlich da? Also es gibt ja so aus der Körpertherapie die Theorie, beziehungsweise eigentlich ist das auch belegt, dass es wie drei Gewebeschichten gibt im Körper. Ja, das ist die sogenannte ektodermale, die meso- und die endodermale Schicht. Weiß nicht, ob du schon mal von gehört hast, das ist so quasi das Endodermale, ist quasi die Eingeweidemuskulatur, also Darm und die ganzen Organe und so weiter. Mesodermal ist Muskeln, ja, also das, was man jetzt zum Beispiel im Marathonlauf oder Fitnesstraining oder so trainieren kann, was man direkt ansteuern kann. Wer hat ja die Darmmuskulatur zum Beispiel, die ist unwillkürlich, da kann man nicht sagen, jetzt fangen wir an zu kontrahieren, also so einfach ist das nicht. Und das Ektodermale ist eher das Nervengewebe und Gehirngewebe und so weiter, ja, also das. Ja. Gedanken. Und oft ist es da, dass da wie innere Spaltungen sind. Das heißt, dass wenn Männer sich bewegen, und das ist genau, was du beschreibst, gerade mit der Beckenschaukel, dass sie dabei nicht viel fühlen, sondern es ist eine rein mechanische Geschichte, es ist eine funktionelle Geschichte, aber um zu fühlen, müsste das Muskelgewebe mit dem Eingeweidegewebe verbunden sein. Das muss durchlässig sein innerlich. Und dann kommt, das sieht man ja, wenn jemand sein Becken bewegt, man kann das ja schier sehen, ob jemand dabei was fühlt oder nicht. Ja, das eine ist wie eine mechanische, zack, 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 und das andere ist ein, wo man mitfühlen kann, wenn man es nur sieht. Ja. Das hat damit zu tun, und das ist auch eine quasi eine innere Abspaltung, was Männer sich antrainiert haben, oder Jungs, ne, indem sie sich antrainiert haben, nicht zu fühlen. Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter. Und das sind dann die Folgen davon. Ja, und der Weg daraus ist genau der umgekehrte, also wieder fühlen zu lernen, wieder den Schmerz zu fühlen, all die ganzen unangenehmen Gefühle, die wir weggesteckt haben. Die kommen natürlich dann auch wieder mit zum Vorschein. Ne? Also es ist jetzt nicht leicht, nur die Lust wieder zu entdecken, sondern eigentlich ist die ganze Emotionalität und das ganze Fühlen ist eigentlich alles miteinander verbunden. Ist auch gut zu wissen. Also dass wenn jetzt Männer sich da auf den Weg machen und ihre Lust verfeinern wollen oder vielfältiger, dass da durchaus auch auf diesem Weg unangenehme Gefühle wieder ins Gewahrsein kommen. Und dass die auch ihren Raum brauchen dann. Ne?
Ja, dass es okay ist, dass sie es dürfen. Freue mich schon immer, wenn Männer sich auf den Weg machen in die Sexualberatung, auch in Sexualtherapie, mit ihren Fragen und sich aktiv jemanden suchen, um das zu besprechen und da Lösungswege zu gehen. Und auch, ich freue mich auch über die Männer, die ihre Frauen begleiten oder die ihre Frauen sogar sozusagen davon überzeugen, sich Unterstützung zu suchen und anzufangen, eben nach Lösungen zu gucken. Ich glaube, das wäre vor, weiß nicht, 30, 50 Jahren so nicht möglich gewesen. Hat sich doch schon einiges getan. Na, vor 30 Jahren schon. Also ich meine, da war ich ja auch schon unterwegs. Da war ich natürlich noch, gehörte ich noch zu den Pionieren. Also wie gesagt, eigentlich schon fast 40 Jahre her, Ja, da dass ich. gehörst du wirklich zu den Pionieren, weil da war ich immerhin auch schon 20 und habe von sowas Männergruppen nichts mitbekommen. Aber meine Anfänge des Feminismus, aber was Männer angeht, gab's bei mir in meiner Welt noch nicht. Ja, also 1982 haben wir den Männerkalender für 1983 rausgegeben. Und damals gab es noch diese kleinen friekigen Kalender, die dann in irgendwelchen Kneipen so unter der Hand verkauft wurden. Gab es noch kein Internet und nichts. Und da habe ich dann damals mein Coming-out gehabt mit so einem kleinen Text, der Nestbeschmutzer, wo ich über meine Probleme oder meine Ambivalenzen mit Männlichkeit geschrieben habe. Ja, und damals schon ist das eben in diesem Männerkalender veröffentlicht worden. Ich habe zum nächsten Geburtstag, mein Geburtstag stand in diesem Kalender drin, und ich habe einen Wäschekorb voll Post bekommen von so vielen Männern und auch Frauen, die damals schon total berührt waren davon, dass ein Mann gesagt hat, hier, ich mag mit diesem Männerbild nicht, da bin ich nicht einverstanden. Ich bin vielfältiger, ich möchte andere Facetten von mir entwickeln. Also es gab es damals auch schon, aber damals war, wie gesagt, damals gab es noch kein Internet, da waren viele zu Hause und wussten gar nicht, dass es das gibt und waren dann regelrecht entzückt, durch den Männerkalender davon zu erfahren. Ne? Das ist natürlich heute leichter, solche Ja. Informationen zu bekommen. Ne? Ja, das stimmt. Ich habe neulich noch mal mit einer Frau gesprochen, die jetzt Mitte 60 ist, und dann haben wir zusammen noch mal geguckt, wie war das eigentlich damals zu der Zeit. Und da gab es halt ja kein Internet. Ich weiß es ja auch noch. Da gab es die Bravo. Also ich habe nur über die Bravo irgendwas gelernt und von Männergruppen habe ich gar nichts gehört. Ich meine, nun war ich 1983 14. War, weiß nicht, ich habe meine Wände mit Popgruppen vollgekleistert und habe mich für sowas noch nicht interessiert, aber später eben auch nicht. Ich habe dann mit 25 ja angefangen zu studieren und dann eben auch im Bereich Sexualität direkt und bin über Uwe Sielert dann damals überhaupt erst zur Jungspädagogik gekommen und überhaupt zum Thema Männer. So, ja. Aber Okay. spannend. Und von Tantra hab ich dann irgendwann mal viel, viel später was gehört. Aber das war sehr ominös und habe dann auch erst, weil Menschen mich darauf aufmerksam gemacht oder eingeladen haben, dann da mal so die Nase reingesteckt und ein paar Erfahrungen gesammelt. Aber offensichtlich reicht es noch nicht aus, nach dem, was du gerade beschrieben hast, was das für dich ist. Ja, und ich meine, wie gesagt, da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Angebote jetzt unter dem Label Tantra. Also da ist dann manchmal, kommen Leute zu mir und haben gesagt, nach dem ersten Kurs haben sie gesagt, gehe ich nie wieder hin. Manche sind da recht straight oder sagen wir mal auch respektlos, was Grenzen angeht. Mir ist wichtig, dass Leute auch in unserem Kurs ihre Grenzen respektieren können, dass sie jederzeit sagen können, das mache ich nicht mit oder nur so weit. Es gibt andere Kurse, wo das nicht so gehandhabt wird, und das kann natürlich dann auch retraumatisieren, regelrecht, ja. Deshalb, was ich sage, deswegen, weil es leider den Ruf von Tantra ein bisschen ruiniert, wenn solche Sachen passieren. Ne? Das ist ein Ja, bisschen schade. das stimmt. Ich habe davon auch gehört, aber die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, waren alle durchweg gut, außer dass es an meine Grenzen stieß, aber das war dann mein Thema. Ja. Aber auf jeden Fall also was ich auch immer gerne empfehle, auch Männern, Frauen, Paaren, mal da sich auf den Weg zu machen, einfach mal auszuprobieren, weil es ja doch schon eine andere Art von Berührung ist. Und das ist eben was ich auch als sehr schön empfunden habe. Und ja, einfach auch so ein Weg, sich selber besser kennenzulernen. Also ja, das heißt, das ist auch eine Empfehlung, dann dein Buch, um es mal hier hochzuhalten. Lustvoll Mann sein. Ich habe allerdings will ich noch mal abschließend sagen, auch jetzt schon gehört, ich habe das Buch, wird dann ja auch nicht nur von den Männern gelesen, sondern manchmal auch von den Partnerinnen. Und neulich kam dann die Kritik, für Frauen wäre es doch ein bisschen zu doll. Es wäre doch schön, wenn es eine Light-Version gäbe, die zum Lesen. Also ich meine, ich hab das auch von manchen gehört, dass das wie zu intim ist. Also Männer, die dann so intim und so detailliert und so konkret von ihrer Lust berichten, wo dann Frauen, also das wollte ich ja gar nicht wissen.
Das könnte auch sein, dass es das Kann ich ist. natürlich verstehen, wenn es Männer sind, die wir ja gar nicht kennen oder die jetzt die Leserin gar nicht kennt. Aber ich meine, man muss es ja nicht lesen, man kann es auch überschlagen, aber es ist natürlich auch dann zu gucken, habe ich möglicherweise dieselben Ängste? Was wäre denn, wenn mein Partner mir von solchen Sachen erzählt? Bin ich eigentlich offen, von meinem Partner wirklich zu erfahren, was in dem innerlich wirklich vorgeht? Und ich erlebe das so oft, kennst du wahrscheinlich auch, so oft von Paaren, dass die über solche intimen Dinge kaum miteinander sprechen. Ich mache ja auch Paarkurse teilweise und gerade jetzt vor ein paar Wochen hatte ich ein paar Wochenende, wo dann die Paare gesagt haben, dass sie mit ein paar wenigen Anregungen in einen intimen Austausch miteinander eingetreten sind, was sich ihr Sex, was sich ihr Herz wirklich innerlich wünscht, wo sie, obwohl sie vielleicht schon 20 Jahre zusammen sind, wo sie noch nie so offen darüber gesprochen haben. Ja, weil da Ängste sind, weil da Vorstellungen sind, wenn jetzt mein Partner mir sagt, was er wünscht, dann muss ich das alles erfüllen und dann komme ich in Stress, will ich lieber gar nicht wissen und so. Also insofern kann das auch ein Spiegel sein, so ein Buch, ja. Will ich das wirklich wissen, was in den Männern innerlich vorgeht, ne? Ja, da Oder hast sagt du, ja, du hast total recht, diese Erfahrung mache ich auch, aber ich denke jetzt auch gerade, natürlich ist es auch, also gerade bei Frauen ist es halt ganz oft, dass sie gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen, dass sie sich noch gar nicht auf den Weg gemacht haben, dass sie, das ist ja, Männer fragen ja heute auch total gerne mal, was wünschst du dir denn? Und sie wollen es wirklich erfüllen und sie finden es eine tolle Frage und die Frauen brechen in Panik aus. Sie sind dann, die stecken den Kopf in den Sand oder sind wie gelähmt, weil sie sich völlig überfordert fühlen, weil das war bisher noch nie die Frage. Die Männer haben irgendwas gemacht und sie haben auch gemacht und es war dann irgendwie gut oder nicht gut. Und auf einmal kommt so eine Frage, so ganz konkret, was wünschst du dir? Und sie wissen es nicht. Und bei Männern habe ich eher den Eindruck, dass sie schon viel eher mal wissen, was sie sich wünschen, aber sich nicht trauen zu sagen, weil sie Angst haben, auf Ablehnung zu stoßen, dass die Frau sagt, nee, also das ist jetzt wirklich, das geht ja gar nicht. So, wobei ich dann die Erfahrung mache, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch, dass die Frauen dann, dass sie das dann eben nicht so reagieren, sondern, ach so, was, das ist alles? Oder, okay, das ist jetzt vielleicht nicht, aber was können wir mal gucken, was wir machen? Also ich habe so tolle Gespräche mit Paaren gehabt, wenn es um diese Wünsche ging. Also ja, so der Ja, ist erfüllende Teil der ein, Arbeit. genau, ein Riesenfeld, also Wünsche zu artikulieren, ohne gleich damit auszudrücken, du musst es jetzt erfüllen, sondern dass es auch erstmal ausgedrückt werden kann, ja, und dann mal weitersehen. Ja, aber dann müssen wir auch wieder an der Kommunikation arbeiten, weil ja oft auch Wünsche als Forderungen dann tatsächlich formuliert werden. Ja, Und das genau. kommt natürlich nicht so gut an. Kann ich So ist total das. nachvollziehen. Ja. 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 Ja, cool, toll. Ich weiß nicht, hast du noch was, was du jetzt den ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen mitgeben möchtest? Oder haben wir Ja, soweit alles Wichtige damit jetzt drin? ich würde sagen, ein entscheidender Punkt ist irgendwie, also eigentlich dieser Zwiesch oder diese beiden Pole von einerseits Neugier. Neugier, was treibt mich wirklich an? Nach was sehne ich mich? So, wenn ich mir wirklich innerlich den Raum gebe, mal hinzuspüren, was würde ich mir denn wünschen, was wird sich wirklich gut anfühlen? Und vielleicht auch erstmal dieses, ich weiß es gar nicht, dem erstmal Raum zu geben, ja, sich also auf eine Entdeckungsreise zu machen und das innerlich zu differenzieren von all diesen ganzen Normen und Vorstellungen, von denen wir voll sind, von denen wir glauben, funktionieren zu müssen oder uns selbst optimieren zu müssen oder wie immer. Also das so innerlich zu differenzieren von diesen von außen aufgesetzten Erwartungen, die wir verinnerlicht haben und dem, was erfüllt uns denn wirklich innerlich? Ja, und dann neugierig zu werden, das wäre vielleicht so mein Fazit für das Gespräch. Ja, dann danke ich dir für dieses Gespräch. Ich habe mich wirklich total darauf gefreut, weil ich ja nun mal dieses Buch schon seit längerer Zeit als Begleiter hier habe und dich auch mal kennenzulernen. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal hier, wir uns von denen, die zuhören oder zuschauen. Ja, Und danke für die Einladung, danke für das Gespräch. ja, ich danke dir. Und dann sage ich jetzt erstmal hier so an dieser Stelle in die Kamera. Tschüss. Tschüss.